wenn man einen Rückfall hat, muss man sich glaub, grundsätzlich mal insofern etwas Gutes tun und sagen, ein Rückfall ist nicht so eine Ausnahme in einer Suchtmittelproblematik drin. Das passiert glaub, ziemlich jedem, dass er mal einen Rückfall hat. Das Problem ist, wie geht man mit dem Rückfall um? Das heisst, thematisiere ich dann den, würde ich ihn wieder stoppen? Oder fange ich auch an, nicht nur vom Konsumieren her rückfällig zu sein, sondern eben auch, dass ich in rückfällige Verhaltensweisen komme und das Trinken wieder versuche zu kaschieren, wieder den anderen sagen, es ist nicht so schlimm, und mir selber ausreden, einreden, sodass der Rückfall eigentlich immer wieder weitergeht. Und das wäre schlecht, weil dann ist man nicht nur vom Trinken her rückfällig, sondern auch verhaltensmäßig rückfällig. Und das zieht sich dann einfach in die Länge, meistens mit negativen Konsequenzen für einen selber. Wenn man rückfällig ist, könnte man eigentlich sagen, Mist, das muss ich stoppen, das ist mir jetzt passiert, oder ich habe eine Flasche getrunken oder ich habe ein paar Glas getrunken, das habe ich nicht will, ich habe ganz ein anderes Ziel, ich möchte eigentlich nicht trinken für den Moment oder ich möchte nur wenig trinken und das muss ich jetzt wieder mit, muss ich wieder zurück zu dem alten Ziel zurückfinden und entweder klingt das selber, indem man mit jemandem darüber redet oder indem man gerade in einer Suchtberatungsstelle anruft und sagt, ich brauche einen Termin. Mir ist das vereinbarte Ziel nicht so gelungen. Ich brauche Unterstützung, um wieder zurückzufinden zu der Abstinenz, wenn es dann so ist, oder auch zum reduzierten Trinken.